günstige, ungiftige und praktische Flaschen für alle Outdoor- und auch Everyday-Carry-Aktivitäten. Die Nalgene-Flaschen, die kennt wahrscheinlich jeder. Wir sprechen heute ein bisschen über Vor- und Nachteile und ob es überhaupt notwendig ist, so eine Flasche zu haben. Viel Spaß dabei! Moin Moin, mein Name ist Alvo, ich bin gerade im Wald unterwegs. Schön, dass du bei diesem Video mit dabei bist. Nalgene-Flaschen. Kennt jeder fast von euch mittlerweile. Das sind BPA-freie Plastikflaschen für den allgemeinen Gebrauch. Nicht nur für Outdoor, natürlich auch für die Arbeit, für in Park gehen etc. Bevor ich euch was zu den Vor- und Nachteilen erzähle, gehen wir erstmal die Grunddaten von Nalgene-Flaschen durch. Ja, was so alle Nalgene-Flaschen, die ich bis jetzt kennengelernt habe, gemeinsam haben. Das heißt aber nicht, dass alle Daten auf diese hier zutreffen. Grunddaten 1, wir haben meistens sehr leichte Flaschen, das heißt im unter 100 Gramm Bereich. Wir haben BPA-freien Kunststoff verbaut, dafür steht Nalgene. Nalgene selber gibt an, in den USA zu produzieren. Dieses Made in Germany, Made in USA ist natürlich in Zeiten der Globalisierung ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Das kann auch nur eine Fabrik sein, die die Einzelteile, die vorher in China produziert worden sind, zusammenfügt. Aber wir gehen erstmal davon aus, Made in USA steht auf jeden Fall drauf. Dann haben wir meistens einen relativ günstigen Preis. Die hier zum Beispiel, 1,5 Liter Flasche, kriegt man für knapp 8 Euro. Je nach Farbe natürlich auch 14, 15 Euro. Da müsst ihr euch ein bisschen nach Sonderangeboten umgucken. Und dann gibt es noch andere Flaschen, die man auch teilweise für 6, für 5 Euro kriegt etc. Da gibt es verschiedenste Einsatzbereiche. Das hier ist jetzt so eine durchsichtige 1,5 Liter Flasche. Eigentlich immer haben wir den Deckel verbunden durch so ein kleines Stück mit dem Gewinde. Finde ich sehr praktisch, so kann man ihn natürlich nicht verlieren. Bei der Flasche jetzt haben wir zum Beispiel hier auch noch eine Maßangabe drauf, wie viel Milliliter sind. Das finde ich sehr angenehm, um damit natürlich Nahrung zuzubereiten, um sich Mischsachen besser in der Flasche machen zu können etc. Das ist eine kleine nette Extraangabe. In Form sind natürlich keine Grenzen gesetzt. Es gibt zum Beispiel, die habe ich auch noch, die Nalgene Oasis heißt sie, glaube ich. Das hier ist die Everyday Weitheits 1,5. Es gibt diese auch in 1 Liter. Und die Oasis zum Beispiel, das ist mehr so eine militärische Nierenform, dass ihr die besser in eine Seitentasche von einer Hose für 1 Liter ranbekommen könnt. Dort dann natürlich auch in gedecktem und dunklen Oliv. Hier aber in transparent. Und da kann man natürlich auch sehr gut sehen, was da drin so los ist. Das waren die Grunddaten von allen Nalgene-Flaschen, so ungefähr. Ich erhebe keinen Anspruch auf absolute Vollständigkeit für jedes exotische Produkt oder für was da noch in den nächsten Jahren kommt. Aber das ist so das Grobe und Ganze im Überblick zu Nalgene-Flaschen. Wir haben hier halt den Vorteil, wie gesagt, dass wir absolut giftfrei unterwegs sind, dass wir den Deckel nicht so gut verlieren können, dass wir manchmal einen Aufdruck haben, beziehungsweise dass sich in der Form auch oftmals was gedacht worden ist. Weil die hier kriegst du zum Beispiel gut in den Standard Tatonka-Becher rein oder in einen Clean-Kantinen-Becher, glaube ich auch. Ne? Nagelt mich nicht darauf fest, aber das ist so eine einheitliche Dicke, wo die so gut miteinander kombiniert werden können. Und wie gesagt, die Oasis ist eine Nierenform, sodass man sie gut bei mir in der Armeehose zum Beispiel in die Seitentasche bekommt. Und dann stört sie nicht, wie wenn du dein Bein hast und dann drückt hier sowas die ganze Zeit ran, sondern wenn du was Eingedrücktes sozusagen hast, was sich um dein Bein rumschmiegt, ist es natürlich durchaus praktischer. Es stellt sich natürlich die Frage, man könnte ja auch eine 1 Liter Cola Mehrweg-Pfandflasche nehmen, um sein Wasser damit in den Wald oder sonst wohin zu transportieren. Und das ist absolut richtig und das mache ich auch oft nochmal zusätzlich, wenn ich mehr Wasser brauche, als hier in die 1,5 Liter reinkommt oder wenn ich die mal nicht finde, weil sie wieder irgendwo vergraben ist oder meine Frau hat die geklaut oder was weiß ich, dann benutze ich auch mal gerne Pfandflaschen und ich bin da absolut kein Low-Budget-Feind, obwohl ich sagen muss, bei 8 bis 10 Euro sind wir nach meinem Empfinden auch noch im Low-Budget-Bereich, was Wasserflaschen angeht. Aber es stimmt, man braucht nicht unbedingt Nalgene-Flaschen. Wenn du einfach rausgehen willst auf eine kleine Bushcraft-Tour, dann nimm dir, wie gesagt, so eine Mehrweg-Cola-Flasche mit. Das funktioniert ganz wunderbar. Und ein Vorteil halt, wenn man jetzt zum Beispiel die vergleicht mit einer 1,5 Liter Cola-Flasche, ist halt der angebrachte Deckel. Ne, super. Dann, dass du bei Mehrfachbenutzung hier drinnen, ich habe jetzt einen Einsatz drin zum Trinken, aber das sehr weit ist, sodass du dort drin besser putzen kannst und dass du außen dran noch eine kleine Beschriftung hast, wenn du sowas haben möchtest, auch um ungefähr im Kopf zu behalten, wie viel Wasser du trinkst.
ja, musst du halt selber für dich entscheiden, ob dir diese Vorteile genug sind, um nochmal extra Geld auszugeben oder ob du einfach sowieso, wenn du Cola-Flaschen, Mehrwegflaschen allgemein kaufst, die 3-4 Mal benutzt und dann wieder austauscht, weil du ja sowieso immer Cola-Flaschen ja, nachkaufst, auskaufst, wenn du sowas trinkst. Im Endeffekt gibt es natürlich mehrere Mehrwegflaschen. Wir sind zum Beispiel von der Coca-Cola Company komplett auf Diet umgestiegen und die haben natürlich genauso, ich glaube sogar fast ein bisschen robustere Mehrwegflaschen. Einfach mal gucken, was dir da am liebsten ist. Oder falls dir die Vorteile von den Nalgene-Flaschen zusagen, dann kannst du natürlich auch die nutzen, wenn du das extra Geld hast. Ich benutze beides, je nach Situation angemessen und natürlich noch eine Trinkblase. Ja, diese drei Sachen immer wieder in Austausch, Kombination, je nachdem. Heute war mir 1 Liter zu wenig, das heißt die 1 Liter Mehrwegflasche war mir persönlich zu wenig. Deshalb habe ich die 1,5 Liter Nalgene-Flasche mitgenommen. Aber wie gesagt, ich kombiniere das und benutze Ausrüstung immer situationsangemessen. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und du konntest auch was dabei mitnehmen. Schreib mir gerne mal deine Meinung allgemein zu Flaschen in die Kommentare. Natürlich zu denen aus Plastik, ja, nicht denen, die in der Politik unterwegs sind. Und erzähl mir mal, ob du da mehr Low Budget oder ob du da Nalgene... Hier links und rechts oben findest du weitere Videos. Einfach durchklicken. Zur Ausrüstung natürlich, so wie immer auf diesem Kanal. Nun in der Videobeschreibung alle Infos. Wenn nicht, dann frag mich, dann kann ich darauf antworten. Wir sehen uns bei den nächsten Videos. Bis dahin. Tschüss, tschüss.